Also für alle Leute, die es nicht gesehen haben, den Livestream, Standardskill hat den Kampf angenommen. Februar werden wir kämpfen. Vielleicht sieht man das, Freunde, ich mache das Video um 2:30 in der Früh. Und ich muss dazu sagen, es gibt wieder ein neues Ereignis, das ich mit euch teilen möchte. Leon Mascher hat bekannt gegeben, es wird einen Boxkampf geben, Monat Februar gegen Standardskill. Das wurde heute bekannt gegeben, heute gab es auch einen TikTok-Livestream, wo beide nochmal ihre Meinungen geäußert haben, alles gesagt haben. Das Problem an und für sich war eine Story von Standardskill, wo er Leon Mascher als Hampelmann betitelt hat, wo daraufhin dann Leon Mascher eine Story gemacht hat und gesagt hat, trau dich das in einem Livestream. Daraufhin gab es diesen Livestream, der heute stattgefunden hat. Ich habe für euch auch die Story von Leon Mascher, wo er nochmal bekannt gibt, dass es einen Kampf gibt im Monat Februar gegen Standardskill. Was ihr aber wissen müsst, Standardskill hat im Livestream gesagt, dass er über 100 Kilo wiegt, 115, und Leon Mascher 87. Also die Gewichtsklassen sind extrem enorm vom Unterschied her. Und ob da wirklich Leon Mascher eine Chance hat, ist eine andere Frage. Was man aber sieht, ist, dass Standardskill gar kein Problem mit dem ganzen Thema hat. Er hat nur gesagt, er möchte keine Anzeige bekommen, wenn er dann Leon Mascher irgendwas bricht und dass es alles irgendwie reibungslos laufen sollte. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Wenn ihr Bock habt, weiterhin Videos von mir zu sehen, dann ballert ein Video einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Ich bin extrem gespannt, ob wirklich der Kampf stattfinden wird oder wie es früher war mit Jigsaw und das ganze komische System, was da passiert ist. Das war echt komisch. Es ist jemand nicht erschienen, dann hat Leon Mascher automatisch gewonnen und Jigsaw hat dann was anderes gesagt und so weiter. Im Endeffekt war es das schon wieder mit dem Video. Hier nochmal die Story von Leon Mascher, wo er es bekannt gibt. Das war's. Peace out. Ey Leute, ich habe gerade das war gerade mein größter Cringe-Stream, den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich habe gerade mit Leon Mascher auf TikTok in einem Stream geredet. Der Typ, Leute, ich dachte zuerst, er will Fortnite Boxfight machen, ja? Leute, Stani ist so ein Schnacker, wirklich. Redet er irgendwas von, ja, ich dachte, der meinte einen Fortnite Boxkampf. Nein, Digga, richtiger Boxkampf, tu mal nicht so, Mann. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, du hast 1000 Mal als Hampelmann beleidigt, also zieh durch. Digi, also für alle Leute, die es nicht gesehen haben, den Livestream, Standardskill hat den Kampf angenommen. Februar werden wir kämpfen. Sieh zu, dass du trainierst, Junge, Digga, sonst wird das nicht gut für dich enden, Digga. Da machst du nicht mal die eine Runde. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, Digga. Das lag an meiner Internetverbindung. Ich dachte, das war seine Internetverbindung. Digga, ich dachte ehrlich, 450.000 wurden mir da angezeigt. Aber Digga, das waren 15.000 Live-Zuschauer. Aber egal, auch krass. Danke dafür. Wie gesagt, ich werde euch nicht enttäuschen. Stani wird euch enttäuschen für den Boxkampf. Ich nicht, Digga.